ist Wachstum wirklich wünschenswert und machbar? Ich glaube, wir haben derzeit viel zu wenig Wachstum. Innovation ist ein Entdeckungsprozess. Man macht dabei Fehler, man kann dann auch korrigieren. Aber nichts auszuprobieren, einfach nur zu verharren und zu sagen, wir sind ja zufrieden, uns geht es ja gut, wird dazu führen, dass wir in 20 Jahren viel, viel ärmer sein werden, mit allen gesellschaftlichen und sozialen Konsequenzen. Es gibt ein Wettrennen um die besten Technologien, um den größten Anteil am weltweit verfügbaren Bruttosozialprodukt. Und wir müssen unseren Beitrag eben leisten, dass wir hier auch Wachstum erzeugen, bis hin zu politischen Konsequenzen. Wenn wir nicht aufpassen, dann wird Europa marginalisiert werden. Und die Bedeutung von Europa ist nicht militärisch begründbar, sie ist vielleicht noch geografisch begründbar, aber sie ist im Wesentlichen heute wirtschaftlich begründbar. Und das sehen wir ja auch, wenn wir in Asien beispielsweise unterwegs sind. Deutschland wird aufgrund seiner wirtschaftlichen Kompetenz und Leistungsfähigkeit in erster Linie geachtet. Der Schlüssel für uns ist wirklich die Bildung, und zwar auf allen Ebenen. Das fängt in der Grundschule an, das geht bis in den Hochschulbereich. Da sind viele gute Dinge passiert, mehr Wettbewerb, mehr Fokussierung, gerade auch an den Hochschulen. Wir haben gute Qualität, aber wir müssen uns weiter anstrengen, das voranzutreiben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das fängt ganz früh an, das machen wir auch als BASF beispielsweise im Rahmen der Wissensfabrik, dass wir Kindern im Kindergarten, in der Grundschule beibringen, was Technik, was Wissenschaft eigentlich ist, was Entdecken heißt. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, der letzte. Diese Freude am Innovieren, diese Freude, etwas Neues auszuprobieren, diesen auch gewissen Optimismus, einfach mal voranzugehen und zu schauen, wie es denn funktioniert, das müssen wir weiterentwickeln.